Eine Schraubsicherung, aber total in den Holzkasten geschraubt einfach. Also Sicherheit. Ballschutz. Ah, haben wir noch eine Kegelbahn gefunden. So, die SP40 ist jetzt auf dem Power-Modus. Und hier haben wir sogar noch die Unterlagen. Deutscher Kegelverband der DDR. So. Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute in einer Gaststätte mit Beisal. Genau. Und da sind wir auch gerade drin. Was wir hier sehen werden, gucken wir uns jetzt an. Genau, los geht's. Übrigens habe ich heute mal mit die Sofion SP40 Kopflampe. Mit der werde ich jetzt mal das gesamte Lost Place filmen. Und los geht's. Christian sagte gerade, wir schalten mal jetzt auf 1000 Lumen hier. Der Christian sagt gerade, dass die Lampen hier oben mega cool sind. Da sind sie auch wirklich. Und er ist auch schon wieder verschwunden. Deshalb gehen wir mal hinterher. Hinter der Bühne. Und ihr seht schon, Leute. Das ist ja heftig. Oh, da kriegt man aber Respekt. Da kriegt man aber Respekt. Uiuiui, guckt euch das an. Es geht wirklich so runter. Achso, wir sind jetzt quasi auf der Bühne. Okay. Dann kann ich mal kurz ausleuchten hier. Machen wir den Turbo-Modus an. Und dann seht ihr das. Springst du da jetzt wirklich runter? Ich will nicht immer noch runter. Bist du wahnsinnig? Oh mein Gott. Ich mach das jetzt auch mal. Nur nicht so laut. Ich habe auch das Gefühl, das macht hier einen Rülz runter. Ich bin auch gespannt, ob es hier einen Keller gibt. In den Dresen, hier wird eine Bar drin gewesen sein. Das ist ja auch eine Gaststätte. Ich bin auch gespannt, ob wir hier eine Küche sehen. Ey, das sieht nach Tageslicht aus. Wir klettern ein Fenster rein. Ist das der Ernst jetzt? Ach, das ist der Innenhof. Das ist also der Innenhof. Ich mache mal kurz die Taschen und verdecke ich mal kurz, dass uns keiner sieht. Einfach mit ein paar Garagen und so einem Kram. Mal gucken, hier ist nämlich auch eine Zeitung. Erster Jahrgang. Von 1990. So, also hier sind wir in der Gaststube. Boah, hier ist alles weich. Hier ist alles weich. Das gibt's doch gar nicht. Hier waren ein paar Türen drin, oder? Ja, wir kommen in den Raum, wo hier hinten war. Ja? Okay. Ich muss sagen, die SP40 lässt sich ziemlich gut tragen. Also sie ist jetzt nicht so, dass man sagt, sie stört. Ist alles von der Decke gekommen hier, was da unten liegt. Alter Falter. Aber wenigstens die Lampen sind noch ganz da oben, gell? Ja. Ja. So, ich bin mal gespannt, was wir hier noch jetzt finden. Ich bin mal auf den Keller gespannt. Also, das finde ich immer mega cool. Hier ist doch der Keller, Christian. Komm, wir gehen mal in den Keller. Wow, geht das, aber, das geht aber wirklich extrem steil runter. Keine Spinnweben, das ist schon mal gut. Hier sind so Vorratsgläser, aber leere. Hier sind noch volle Vorratsgläser. Mit, was wird das sein? Aprikosen, Orangen und so weiter. Dann geht es hier noch um die Ecke rum. Oh, da geht es auch noch runter. Krass. Hier sind ja Spinnenweben. Sieht aus wie die Kohlenschacht, der Kohlenschacht. Und hier hinten, wo Christian langläuft, geht es auch noch lang. Ja, das ist der Kohlenkeller. Und hier geht es auch wieder raus oder rein. Kommt man hier von draußen in den Keller. Oh, wieso ist denn hier ein Loch? Geht es hier noch tiefer? Ich war jetzt ein bisschen erschrocken. Guck mal, siehst du das? Ach, hier ging es mal raus. Da ist eine Luke. Die ist zu. Hier hinten war die Zapfanlage, sagt Christian gerade. Ja, das sieht man in den ganzen Schläuchen hier. Das ist die Zapfeinrichtung für die Gaststätte. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal wieder hoch. Ich habe jetzt erstmal alles gesehen. Da hinten ist das Zapfzeug und hier ist das Zapfzeug. Hier geht es hoch. Hier geht die Rohre hoch, siehst du? Ja. Hier stand das Bier. Also vielleicht war das hinten nur Reserve. Reserve, genau. Da geht es auf jeden Fall jetzt wieder hoch hier. 250 Zigaretten Auslesestück. 80 Pfennig. Oben, pass mal auf, wir machen langsam. Ihhh, eine alte Matratze, ist ja widerlich. Besser widerlich wie widerlich. Oh. So, vorsichtig die Treppe hoch. Da geht es auch noch eine Etage hoch. So, und jetzt müssen wir wirklich mal aufpassen hier. Was ist denn das? Ach, das ist so ein zum Nähen. Hier liegen noch Sachen rum von 75.
Oh, ich weiß nicht, Christian. Also, guck dir mal den Boden hin, der ist schon durch. Wo? Da. Da hinten ist ein Riesenloch. Unterlagen bzw. Zeitung. Nee, da gehen wir auch nicht drauf. Das ist ja nicht wahnsinnig. Das ist ja übrigens auch, wo man dann in den Saal gucken kann. Wohnraum, wa? Da hinten, guck mal, Christian. Ich hab's schon gesehen. Das sieht komisch aus. Das sieht wirklich komisch aus. Hier wurde getrunken. Ja. Ihr seht also hier, hat mal jemand was gegessen und getrunken. Sieht schon älter aus. Es ist sehr verschimmelt alles. Hier hinten ist noch so ein kleiner Wohnraum. Und Christian hat schon recht. Der Boden, der sah nicht so gut aus. Hier sind noch Vögel drin. Hier ist Vogelscheiße ohne Ende. Hinten gehen wir nicht weiter. Ich komme. Was denn? Verschimmelt. Oh, hier stinkt es. Das ist ekelhaft. Wirklich richtig widerlich, Leute. Wow. Voll Deibel. So, da gehen wir noch eine Etage höher. Was? Müll abgelagert? Hier liegt da Tierscheiße rum. Oh. Weiß ich nicht. Ja, das ist der Dachboden. Und hier tropft es. Und die Feuchtigkeit zieht in die Decken und die Böden rein. Aber so ein Müllhaufen da hier. So, jetzt die letzte Etage hoch. Ja, wir gehen nicht drauf, Alter. Christian sagt schon, er geht nicht drauf. Und ich sehe auch, da ist ganz viel Vogelkacke. Nee, nicht auf den Fußboden. Ich kann mal reinfilmen. Warum ja auch nicht? Das sieht aus, als wenn da hinten noch eine Art Wohnraum ist. Aber man sieht auch da auf dem Tisch, ist alles mit Vogelkacke voll. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, sich da in Gefahr zu begeben. Wir können ja nochmal auf den Innenhof, Christian, in die Garagen. Erklär mal. Eine Schraubsicherung, aber total in den Holzkasten geschraubt einfach. Und irgendwie angeschlossen halt. Heftig, ja? Also Sicherheit. Brandschutz für Öl. Ja, wenn da einmal was funkt, dann ist gleich das Holz dahinter und dann geht das los hier. Da brennt das. Okay, wir gehen auf jeden Fall. Ich mache mal die Lampe aus jetzt. Jetzt gehen wir mal Richtung Garagen. Schauen wir uns mal in den Garagen um. Man kann sogar hier laufen, trotz diesen scheiß Gestrüppel da hier. Ja, haben wir noch eine Kegelbahn gefunden. So, die SP40 ist jetzt auf dem Power-Modus. Ja, schauen wir mal. Leuchtet prima aus. Bis runter. Und ich denke mal, hier wird nichts drunter sein, was? Und hier haben wir sogar noch die Unterlagen. Fürs Spiel, Bahn, Alter, Datum, Veranstalter, Deutscher Kegelverband der DDR. Deutscher Kegelverein der DDR, der Sportkegler. Diese Zeitung ist von 1989. Also gehen wir mal rein und gucken uns mal die Technik an. Kegelbahn hatten wir auch schon viele. Aber es ist immer wieder ein Highlight, eine zu finden. Hier mache ich mir auch keine Sorgen wegen dem Boden, weil wir sind hier schon unten. So, da sehen wir hier das ganze System. Nicht schlecht, da sind die Bälle hoch. Bälle, sagt man eigentlich? Bälle, Kugeln, die Kugeln. So, und dann sind ja noch Garagen. Das ist aber ein mega Bild, guckt euch das mal an, wie das hier alles reinwächst. Hammerhart, machen wir kurz ein bisschen dunkler. Der Wahnsinn, der alte Stromkasten hier. Von 1960. Das ist aber Gaszähler, ist das, gell? So, hier sind noch Garagen. Und da ist nur Holz drin. Und in der zweiten noch mehr Gestrüpp. Das kenne ich aber gar nicht. Zahnpuppe, Eis, kennst du das? Nee. Ich kenne das auch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Schmeckt das? Hier ist ja eine Ausreiche. Dann haben die hier aufgemacht. Geht das noch? Ja, das geht noch. Hier sind Eintrittskarten. Garderobe, ach so. Dann ist das hier die Garderobe gewesen. Boah, ekelhaft. Da war gerade eine Spinne. So, hier hinten sind wir jetzt hinter den Tresen. Und da ist Christian, macht seine Bilderchen. Und das ist auch cool. Hier wächst es wirklich rein, gell? Hammerhart.
Das war das verlassene, das verlassene Gasthaus mit Kegelbahn. Na, die Kegelbahn war auf jeden Fall mega cool. Also das war, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Aber die sah echt noch gut aus. Ich hoffe, ihr seht uns. Dafür, wenn du den Rest von dem Haus siehst, wie, sag ich mal in Anführungsstrichen, es langsam zusammenfällt. Also der Saal und die Kegelbahn waren wirklich cool. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und falls euch das Video auch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert kostenlos die Glocke und schreibt was Nettes in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Genau. Und in diesem Sinne sagen wir auf morgen bis Wiedersehen. Ciao.